Da werde ich auch niemanden irgendwie reinreden. Solange man mir nichts aufzwingt oder aufdrängt, ist mir das egal, was andere machen. So. Ja, jetzt müssen wir warten. Toll. Was machen wir jetzt so lange? Was ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht lange sein wird. Ich weiß halt echt nicht, was wir jetzt gerade noch machen können. Es ist unnötig, wenn man nebeneinander sitzt, einander zu zeigen, wo der letzte Gegner ist. Das kann man auch ohne Alkohol. Und das können auch Leute, ohne dass man überhaupt nebeneinander sitzt. So, ist das fertig geworden? Also, hier, gut. Dann das Ding. Und jetzt können wir die Piles reinpacken. Hoffe ich einfach mal. Auch zehn Speiser habe ich gesehen, was da passiert. Jopp. Tomboxen. So in etwa, ja. So. Dann. Einmal, zweimal, dreimal. Wir brauchen erstmal die hier irgendwie wieder gecleared oder sowas. Ach, shit, die kriegt man nicht wieder gecleared. Mist. Gut, das wird spaßig, die ganzen Dinge im System zu haben. Wir brauchen erstmal ein paar, die uns sozusagen Strom reinpumpen. Mit einem von denen können wir bis zu 5 Tur 4 Turbinen nehmen. Das heißt, wenn wir 10 Stück haben, 40 Turbinen. Ja, sollte reichen. So. Dann gut brauchen wir ein paar. Und die Basic brauchen wir ein paar. Sehr viele. So. Das wird jetzt, glaube ich, so 2-3 Minütchen oder Stündchen auch dauern. Ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern. So, das mal da mit rein. Hier mal ein bisschen aushelfen, dass es schneller geht. So, ach du Schande, reicht immer noch nicht. Ups. Ja, gut. Dann brauche ich ein paar Turbinen und zwar die HV. Willst du eigentlich nur mit Fliehentech Company 3 machen oder suchst du dir noch eine dritte Person oder wieder Multi? Dazu steht auch gar nichts zu fest. So, oh nein. Hä, warum haben wir kein Autocrafting für die MV-Turbine? Turboturbine? Das ist vielleicht nicht unbedingt advanced. Ich glaube tatsächlich, dass der besser ist. Ja. So. Es steht auch noch gar nicht fest, ob wir überhaupt was machen oder nicht. Wir sind einfach nur im Gespräch. Ist ein kleiner Unterschied. So, machen wir mal bitte 100 Stück davon. Okay, das kann, glaube ich, ein Momentchen dauern. Machen wir mal 20, 30, nein, 40 wollte ich davon aufstellen. 40. So, die Batterien laufen alle. Was brauchen wir hierfür? Warum haben wir das noch nicht gemacht? So, LV. Craftabilt. So, MV haben wir alle und HV. Fehlen uns noch die Pumpen, aber warum? Ach, weil wir da einen HV-Assembler für brauchen. Stimmt. Gut, dass wir das noch nicht brauchen. So, wie sieht's aus? Ja, der wird halt jetzt Ewigkeiten brauchen, wortwörtlich. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt zu oft die Nachricht.
││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 ![││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 
Muss ich vielleicht nochmal anpassen. So, hier auch nochmal wieder voll. Ach, da ist wieder voll. Wie viel brauche ich denn noch? Oh. 116 noch, 148, 200. Ach du Schande. So. Einmal überall nachfüllen. Zack. Chuck Norris hatte keine Augenbrauen. Ja. Nur mal diese Chuck Norris-Witze. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum er das da so komisch reinsteckt, aber solange es weiterläuft, ist es in Ordnung. Ja, der braucht seine Zeit, glaube ich, bis die fertig sind. Immer noch? Ach du Schande. So, wie viele denn noch? Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Mal wieder. Hä? Wie viel müssen dann noch gemacht werden? Crafting? Keine? Oh. Da sind noch ein ganzen Haufen. Na gut, die werden hier eh noch ein bisschen länger brauchen, glaube ich. Das ist nicht gut. Aber hey, haben wir wieder was, was wir nebenbei laufen lassen können. So. Ja. Also, wir machen jetzt keine Vorbereitungsfolge. Wir machen ja wirklich produktiv was Neues. Mehr oder weniger produktiv. Gut, das heißt, ich kann eigentlich schon mal anfangen, ein bisschen was umzubauen. Weil wir brauchen nämlich auch noch neue Kabel. Hier ist übrigens unser Startplan. An sich, wir wollen drei Netzwerke haben. Einmal wirklich das eigentliche Transportnetzwerk von Tunneln. Das heißt das blaue. Da wollen wir auch die Flüssigkeiten abkapseln, die wollen wir alle ans schwarze Netzwerk mit ranpacken. Was für den reinen Datentransport, das heißt sowohl Fluids als auch Items zuständig ist. Und wir wollen ein weißes Netzwerk haben, was in diesem Fall jetzt RF transportiert. Und eigentlich wollten wir die Stromproduktion da drüben noch komplett autark machen, aber brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht mehr. Das Einzige wäre vielleicht noch, dass wir das im E-System autark machen, aber ich glaube, selbst das brauchen wir nicht. Weil wir verteilen quasi den Strom einfach komplett gleichmäßig auf alle. Ich glaube, das ist ziemlich egal dann. Vielleicht bauen wir hier einfach so einen Stahlboiler oder sowas hin. Wäre ja vielleicht eine Idee. So, wir brauchen aber jetzt noch wieder neue Kabel dann, und zwar weiße. Und zwar einmal die und einmal die. Falsches Interface, Terminal. Und zack. Dann brauchen wir jetzt nämlich noch mal. Oh, huhu. Ja gut, Bones kriegen wir relativ gut raus. Wie kriegen wir da am meisten bei rum? Pulverizer, Forgehammer. Ja, nehmen wir einfach den Forgehammer. So. Einer von denen wird zu drei von denen. Mace Raider, nicht Forgehammer, ist ja. Die ist aus der Insel was ausgelaufen, was? Nehmen wir den jetzt einfach mal. Was meinst du damit? So, 200, 200 Start. Ja, das Ding wird Ewigkeiten noch laufen. Das Ding geht sogar einigermaßen. Ja gut, der läuft halt noch nicht. Und der braucht halt noch Ewigkeiten. Ach du Schande. Ja Gott. Ich glaube, dann wird das aber heute doch nichts mehr. Dann sind wir doch nicht wirklich produktiv gewesen. Egal, wird jetzt eine normale Folge. Ich will nicht wieder hin und her switchen. Gut, ja. Haben wir vielleicht sogar noch Chrom? Nö, haben wir nicht als Rezept.
Wenn du von deinem Schlachtplan ausschaust. Du meinst das hier? Das hat Tom irgendwann mal gemacht. Keine Ahnung, was er hier vorhatte. Wird schon seinen Grund gehabt haben. So, eigentlich könnten wir das da drüben demnächst mal abreißen. Freut Tom sich. Ja, Problem ist, wir können jetzt halt nicht wirklich irgendwie was machen, weil wir halt keine Turbinen haben. Weil die hier halt nicht laufen. Ja, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich werde erstmal gucken, dass wir... Ja, wobei die Flüssigkeiten können wir halt auch nicht alle so übertragen einfach. Gut, wo haben wir denn bei dem blauen einen Exportbus oder ähnliches und kein Dampf? Hier. Das ist schon mal das erste. Oxygen. Ja. Ich bin am Überlegen, wie wir das am besten machen. Weil wir müssen ja eigentlich alles umstellen, außer Dampf. Ja. Wie machen wir das? Erstmal brauche ich Kabel. So. Dann brauche ich ein Bucket. So. Und zwar brauche ich jetzt hier an dem Exportbus einmal das. So. Und so. Gut. Dann ist das schon mal ausgetauscht. Mist. Wo ist der Bucket? Hier. Dann Exportbus. Na. Einmal hier. Gut, dann ist das schon mal weg. Dann haben wir hier einen Storage-Bus und einen Exportbus mit Dampf. Shit. Dann Steam. Ui, wir haben keinen Bucket mehr mit Steam. Hallöchen. Hi. Ich muss erstmal MSI Afterburner drauf machen, weil man hat meine Grafikkarte bis draußen gerade gehört. Hört sich an wie so ein Hubschrauber gerade. Witz. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist. Ich komm hier rein, ich höre nur. Special Effects nennt man sowas. Die Batterien laufen und ich habe auch schon die Batterieboxen angefragt. Es dauert halt nur minimal. Okay. Aber, ja. Ich bin jetzt gerade dabei, schon mal die ganzen Flüssigkeiten aufs andere System umzuschmeißen. Oh. Da müssen wir nur... Machen wir kurz die Heizung auf und Fenster auf. Die Grafikkarte ist bei 98 Grad und 100% Lüfter. Aber 100 geht die aus. Ja, passt schon. Also, dann ist der PC auch aus. Okay, das passt nicht. So, das kommt einmal eben weg, weil Flüssigkeiten... Ja gut, wir haben Lubricant hier, ist in Ordnung. So, dann... will ich hier eigentlich... Wie haben wir das hier gemacht? Extract only, genau. So, einmal ein Exportbus mit Dampf. Und ich muss hier irgendwie jetzt das schwarze Kabel noch hinkriegen. Was zum... Okay. Das war strange. So, und zwar nur Extract only. Und jetzt die Frage, wo wir das hier angeschlossen kriegen. Ich glaube hier unten erstmal. Also diese ganze Anlage kommt dann ja sowieso demnächst nochmal neu.
Deswegen gebe ich mir jetzt hier nicht ganz so viel Mühe, das richtig schön zu machen. Weil, ja, wenn es eh neu kommt, warum soll ich mir jetzt Mühe machen? So. Gut, dann haben wir das theoretisch auch schon. Dann kommt hier nämlich wieder was an. Gut, und ich glaube, sonst haben wir hier nur Dampf am blauen Netz, oder? Nee, Diesel und Wasser noch, aber das kann eigentlich bei dem alten Netz bleiben. Ja, das brauchen wir nicht. Hallöchen, Black Psycho. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Freut mich sehr, dass du da bist. So, was haben wir hier? Wir haben hier unseren Oxygen, genau. So, dann kann man hier nämlich den ganzen Kram sich auch sparen. Oh, ist das schön, wenn man Kabel abreißen kann. Ach. So. Man kann es eigentlich auch oben verbinden. Ist ein bisschen einfacher. Da. Mir geht's gut. Super, und selber? Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Wir versuchen uns gerade daran, das System umzubauen, dass wir zwei, oder dass wir mal wirklich ein getrenntes Transportsystem haben. Weil wir aktuell das Problem haben, dass wir sehr, sehr viel auch über das Transportnetzwerk regeln. Gut. Der Chunk ist auch ready. Da darf eh nichts sein. Gut, aber die eine ist Hälfte kaputt. Ist fertig. Warum? Nicht. Also ich habe jetzt alle Fenster auf, hier ist gerade sowas. Ach so. Seit 5 Minuten ungefähr, oder seit ich das gesagt habe. Die wird immer heißer. Aber okay. Ausgelastet. Doch 100%. Was ist denn jetzt los? Hab ich hier was im Hintergrund auf? Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwas im Hintergrund auf? Ja, den Stream, aber da ich gehe die noch nicht auf 100%, oder? Dürfte eigentlich nicht, nein. 100%, ne. Warte, man kann doch hier irgendwie nach GPU gucken, oder? Ja, im Taskmanager. Ja. So, ja, was exportierst du? Wasser. Und Dampf. Mehr nicht. Ich habe auch beschlossen, dass wir sowohl Diesel, Wasser als auch Dampf erstmal im alten Netz einfach lassen. Weil das fällt dann ja demnächst bald komplett weg. Ja. Also von daher. So, Wasser und Dampf, das passt. Auch mal wieder, sollte ich auch mal machen. Hab gestern mal wieder 4 Stunden vertrödelt mit ME-System neu bauen. Yep. Das Problem kennen wir zu gut. Hallöchen, Psycho. So. Ja, jetzt ist die Frage, was ist Wasser, was ist Oxygen und was ist Steam? Nehmen wir das mal raus. Was ist denn jetzt los? Okay, das war alles Wasser. Ist auf 100%. CPU, Arbeitsspeicher, Datenträger, alles 100. Hast du den Wurm eingefangen oder was? Nee, ich hab nichts gemacht. Nur, dass mein PC gerade so laut ist wie ein Düsenjet. Ja, gut. Okay, das klappt. Warum? Achso, nee, das ist in Ordnung. Gut, dann. Ah, ich hab schon wieder Mikro. Ah, die. Pumpen. So. Das ist alles in Ordnung, ja. Okay, das heißt, das ist jetzt höchstens noch das Autocrafting, wo wir das ME-System mit Flüssigkeiten benutzen. Pumpen sind durch, ja. Welche also Pumpen? Schon wieder. Wasser. Ach, nach unten hindurch, oder was? Ja, ja. Ah, klasse. Ja, ich hab schon wieder einen Mikro-Rockler. Ja, willst du einmal neu aufbauen? Wir können die ja bald wegnehmen. Erreichen euch die 1K Fluid Storages? Yep, weil das nur sozusagen Zwischenpuffer ist. Einfach damit wir es mit meinem E-System nutzen können. Prinzipiell könnten wir auch einfach überall einen Storage-Bus ranpacken, aber da haben wir gemerkt, dass das nicht so performant ist wie Import- und Export-Busse. Deswegen machen wir das da so. So, was kommt hier raus? Wasser, das ist noch in Ordnung. Hier kam auch noch was raus. Das ist Steam Cracked Light Fuel. Ach doch, da habe ich noch einen leeren Bucket.
So, das kann jetzt nämlich auch im anderen Netz rein. Das ist nett. Vor allem, ich habe mit einem Stack Kabel gestartet, mit keinem Kabel gestartet und ich bin jetzt bei 35 Kabel, die ich abgerissen habe. Das ist nett, sowas. Nee, also tatsächlich, wir wollen gar nicht die Flüssigkeiten in den Mengen speichern. Das ist wirklich nur, damit wir die benutzen können. So. Ich glaube, jetzt sind... Na, was ist hier? Ah, hier ist nochmal Steam Cracked Light Fuel. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass wir das so oft benutzen. So, zack. Ja gut, ich glaube da ein wenig am Übertreiben, hab gleich fast volle 16k dran, ne?